Am Anfang von The Crew Motorfest kann man einige Fehler machen, die das Spielerlebnis unnötig verschlechtern. Deswegen zeige ich dir heute 10 Tipps, die du am Anfang wissen solltest. Zu Beginn des Spiels hast du die Möglichkeit, unter Aktivitäten verschiedene Playlists auszuwählen, wodurch man einige Sachen freischalten kann. Hier würde ich dir unbedingt empfehlen, mit der Hawaii-Playlist anzufangen, da diese nicht allzu lang ist und du dort ein Flugzeug und ein Boot freischalten kannst. Dadurch hast du dann die Möglichkeit, indem du den rechten Stick nach unten drückst, dein Fahrzeug zu wählen und dann jederzeit zum Beispiel ins Flugzeug zu wechseln. Das kannst du dann nutzen, um schneller zu den einzelnen Rennen zu kommen, denn diese sind oft sehr weit voneinander entfernt und wenn man immer zu denen hinfahren muss, kann das echt sehr nervig sein. Mit dem Flugzeug spart man halt hier extrem viel Zeit. Es gibt zwar noch die Möglichkeit der Schnellreise, die kriegt man aber erst freigeschaltet, wenn man 10 Playlisten abgeschlossen hat, was echt eine ganze Zeit dauern kann. Was jedoch vorher schon funktioniert ist, nachdem man eine Playlist abgeschlossen hat, kann man sich zum jeweiligen Hauptstandpunkt der Playlist jederzeit hin teleportieren. Das kann hier und da auch schon mal nützlich sein. Das Handling des Spiels ist am Anfang auf jeden Fall etwas gewöhnungsbedürftig, deswegen würde ich dir empfehlen, einige Einstellungen zu ändern. Dazu musst du hier einmal hier unter Optionen und dann unter Schwierigkeit. Hier kannst du dann einfach, wenn du willst, meine Einstellungen übernehmen, aber die wichtigsten Sachen sind auf jeden Fall Rennlinie auf Bremsen oder auf Aus zu haben, Auto-Braking auf Aus, ABS auf An, dann ganz wichtig Traktionskontrolle auf Sport. Wenn du das Ganze auf Aus machst, hast du den Nachteil, dass du halt am Start schlecht wegkommst und da schon einige Sekunden verlierst, und auf An ist das Ganze sogar auch etwas langsamer. Sport ist einfach overall die beste Option. Dann ESP aus, Drift Assist auf Sport, Counter Steering würde ich auch auf Aus machen, denn wenn man es anhat, kann es manchmal passieren, dass er automatisch gegenlenkt und man dadurch wegrutscht oder durchspinnt, was halt echt nervig sein kann. Und den Flugzeug Handling Assist solltest du auf jeden Fall ausmachen, damit lässt sich das Flugzeug deutlich besser kontrollieren. Außerdem habe ich auch noch bei den Controls hier bei der Dead Zone das Ganze auf 5 runtergestellt. Ist besonders auf der Konsole sehr wichtig, damit der Controller besser und schneller reagiert. In The Crew Motorfest gibt es auch im Gegensatz zu Forza Nitro. Hier sieht man immer, dass die obere Hälfte des Nitros blau ist und die untere Hälfte rot ist. Und hier ist es halt so, dass du, wenn möglich, dein Nitro immer nur bis zur oberen Hälfte nutzen solltest, denn diese ist deutlich stärker. Hier habe ich einmal einen Vergleich mit einem Flugzeug. Hier sieht man den Unterschied am deutlichsten. Der Topspeed von dem Flugzeug ist hier ca. 240 km/h. Wenn ich jetzt die obere Hälfte des Nitros nutze, bin ich hier über 778 km/h schnell. Wenn ich aber jetzt dieselbe Grundgeschwindigkeit habe und nur die untere Hälfte des Nitros nutze, sieht man, ich komme gerade so an die 260 km/h ran, obwohl ich gleich viel Nitro benutzt habe, theoretisch. Schnell Geld verdienen will ja jeder, deswegen habe ich hier auch noch eine kleine, sehr effektive Methode, die dir gleichzeitig auch noch viel XP gibt. Die erste Möglichkeit, die du hast, ist die simpelste, denn hier kannst du einfach die Grand Rennen oder ein Demolition Derby fahren. Hier kriegst du automatisch Autos geliehen, wenn du keine Autos hast. Deswegen kannst du dir auch zu Beginn des Spiels fahren und damit schon mal gut Geld und XP machen. Eine Runde dauert ungefähr 8-10 Minuten und hier kriegst du ungefähr 40.000 Credits und 25.000 XP, wenn du letzter wirst. Wenn du gewinnst, kriegst du sogar nochmal deutlich mehr. Hier sind ja insgesamt 28 Spieler und immer Erste zu wählen ist natürlich schwer, aber auch wenn du letzter wirst, kriegst du halt schon mal echt viel XP und Credits. Die zweite Möglichkeit ist nochmal deutlich besser, ist aber ein bisschen eintöniger. Hier kann man aber auch noch Teile und Upgrades farmen, was auch natürlich sehr von Vorteil ist. Und zwar musst du hierzu die Vintage Garage Playlist abgeschlossen haben und dann hier das dritte Event Kiss Me Kombi auswählen. Dort angekommen musst du dann in den Einstellungen hier die Custom Einstellungen auswählen plus Clean Driving hinzufügen, um halt nochmal extra Credits zu bekommen. Bei den Schwierigkeitseinstellungen kannst du das Ganze auch ein bisschen umstellen, wie du willst, denn so schwieriger du das Ganze machst, desto mehr XP und Credits kriegst du, aber desto schwieriger ist das Rennen natürlich. Deswegen würde ich dir empfehlen, so ein Mittelmaß zu finden, dass du die Rennen locker easy schaffst, aber trotzdem viele XP kriegst. Und hier oben musst du dann natürlich noch dein Auto auswählen. Desto schneller dein Auto, desto besser natürlich. Mit einem Hypercar kann man das ganze Event in unter 2 Minuten locker abschließen und damit echt schnell Level farmen. Denn man bekommt ungefähr 20.000 an Cash und 20.000 an XP. Das Upgrade-System in The Crew ist auf jeden Fall ein bisschen unübersichtlich, besonders wenn man neu im Spiel ist. Deswegen hier mal eine kurze Übersicht plus Tipps, wie du schneller an Teile kommst. Das Ganze funktioniert so, dass wenn du Rennen fährst, Speedtraps und so weiter abschließt, hast du die Chance, Upgrades für dein Auto freizuschalten. Hier kriegst du entweder grüne, blaue, pinke oder goldene Teile. Genau in dieser Reihenfolge ist auch die Seltenheit der Teile. Die Goldteile sind selten zu bekommen, sind aber viel besser, weil sie mehr Boni geben. Deswegen ist immer das Ziel, alle seine Autos
auf Gold zu bekommen. Wenn man nämlich ein komplettes Set mit einer Farbe hat, kriegt man auch nochmal Bonus-Stats. Hier sieht man dann, hat man dann gewisse Boni, wie zum Beispiel Lucky oder Goldfinger, was einem bessere Loots gibt. Oder man kann auch besseres Nitro, stärkeres Nitro und andere Bonis bekommen, die dann nochmal verstärkt werden, wenn man halt ein ganzes Set hat. Ganz wichtig zu wissen ist, dass du eine begrenzte Anzahl von Teilen hast. Deswegen würde ich dir empfehlen, die grünen Teile und auch die blauen Teile relativ schnell zu verschrotten. Hier kannst du einfach zum Beispiel auf der Xbox mit der Taste X einfach die Teile verschrotten, um halt wieder Platz für neue Teile zu haben. Außerdem musst du dann für jede Autoklasse die Teile nochmal farmen. Das heißt, wenn du alle Goldteile für zum Beispiel Street Tier 2 hast, kannst du diese nicht für dein Hypercar nutzen und auch nicht umgekehrt. Aber man kann zum Beispiel Teile von einem Hypercar auf ein anderes Hypercar übertragen. Also muss man die dann zumindest nicht für jedes Auto nochmal farmen. Die erstbeste Möglichkeit, erstmal an Upgrades zu kommen, ist am besten erstmal ein paar Playlisten abzuschließen, bis du die ersten Teile hast. Danach solltest du gucken, dass dein Auto, wenn möglich, die maximale Stufe erreicht hat. Zum Beispiel hier hat jeder meiner Teile die Stufe 750. Dadurch habe ich dann eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Goldteile. Wenn du aber noch nicht so gute Upgrades hast, ist das auch kein Problem. Dann musst du halt einfach ein bisschen mehr farmen. Und hier kannst du dann ganz einfach auch das Rennen aus der Vintage-Playlist, was ich eben im vorigen Punkt gezeigt habe, auch nutzen, um halt schnell Teile zu farmen. Und wie gesagt, wenn du halt hier Bonis freigeschalten hast, wie Goldfinger oder Lucky, würde ich die installieren, weil dann hast du halt die Möglichkeit, schneller noch bessere Teile zu bekommen. Wenn du hier auf dein Profil gehst und dann hier unter Driver, dann findest du hier die Option Legendary Points. Diese bekommst du nach und nach freigeschaltet, wenn du Fortschritt im Spiel erreichst, und sie sind begrenzt erhaltbar pro Woche. Hier kannst du dann deine Punkte unterschiedlich einteilen. Diese kannst du dann auch jederzeit wieder resetten und neu anpassen. Ich würde dir am Anfang entweder Goldfinger empfehlen, damit du eine höhere Chance auf mehr Tuning-Teile hast, oder eben mehr Geld oder EXP, je nachdem, was du halt gerne mehr haben willst. Die anderen Punkte sind aber eher unwichtig und solltest du am Anfang eher außer Acht lassen und kannst da später Punkte reinmachen. Einen etwas stumpferen Tipp musste ich ja auch mal reinnehmen, und zwar schau in deine Mailbox. Denn man hat hier, wenn man unter Profil und dann unter Driver geht, auch die Option, die Mailbox anzuschauen, und oftmals werden hier halt Teile, die du gesammelt hast, reingesendet, wenn du zu viele Tuning-Teile hast. Dort können manchmal echt gute sein, also schau deswegen immer, dass du die schlechten Teile am besten direkt verkaufst. Außerdem solltest du auch nicht unbedingt die Autopacks kaufen, die am Anfang angeboten werden, denn wenn wir zum Beispiel die Lamborghini-Playlist anschauen, brauchen wir hier diesen Lambo im Paket. Für diese Playlist kriegen wir aber zwei Lambos, den anderen brauchen wir überhaupt nicht für die Playlist, und am Anfang sollte man, wenn möglich, erstmal sein Geld sparen. Deswegen lohnt es sich mehr, das Auto einzeln zu kaufen, zumal das Paket auch nochmal billiger wird, wenn man schon ein Auto hier besitzt. Hier sehen wir einmal den Vorherpreis und Nachherpreis, nachdem ich mir ein Auto davon gekauft habe, und deswegen kann man im Nachhinein dieses Pack immer noch kaufen, wenn man das Auto unbedingt haben will, und ist halt immer noch günstiger, als würdest du das Auto einzeln kaufen wollen. Wenn du aber alle Playlisten abschließen willst, macht es erstmal Sinn, sich nur die nötigsten Autos zu kaufen. Wenn man mit dem Spiel herumfährt oder fliegt, sieht man hier und da mal, dass die Map aufblinkt. Das heißt, dass dort in der Nähe eine Schatzkiste ist. Desto stärker es hier blinkt, desto näher ist man dran, und falls du auf einem Weg zu einem Event bist und so ein Signal bekommst, lohnt es sich auf jeden Fall, auf die Suche zu gehen, da der Loot echt sehr gut sein kann. Hier hast du dann zwei Möglichkeiten: entweder kannst du den Loot zum Beispiel mit dem Flugzeug öffnen und Upgrades für dein Flugzeug zu bekommen, oder du wechselst halt schnell zu einem Auto, um halt passende Teile für dein Auto zu bekommen. Die Autos im Spiel neigen oft dazu, komplett durchzudrehen und wegzurutschen, besonders wenn man leicht über Offroad fährt und versucht zu lenken. Ein wichtiger Tipp ist hier, wenn du versuchst, über Offroad zu fahren oder abzukürzen, dass du dann einfach vom Gas gehst und wirklich nur ganz leicht lenkst, denn dann wirst du kaum wegrutschen. Das ist mir selber sehr oft passiert. Ich wollte einfach abkürzen, habe dann auf Nitro oder Gas gedrückt im Offroad und bin dann komplett weggerutscht und habe dadurch sehr viel Zeit verloren, was natürlich in Online-Rennen sehr vom Nachteil ist. Außerdem habe ich hier auch noch ein Video zu 10 Dingen, die du nicht über Need for Speed Most Wanted wusstest. Ist zwar ein anderes Spiel, aber hier sind auch ein paar interessante Dinge dabei.